So, jetzt müssen wir nur noch wirklich warten, bis das ganze Geld zusammengetragen wurde. Hier drüben ist ja zum Glück fast nichts mehr. Ach, da unten ist übrigens unser Schiff, mit dem wir von der Fehlersitze geflogen sind. Yay. Es existiert also noch, das Schiff. Noch 140 Gold fehlt. Na, hier drüben ist fast nichts mehr. Es kommt nur von hier. Na komm, helfen wir doch ein bisschen nach, indem wir doch einmal 10 verschicken. Oder 13 fehlen noch. Hm? Und 1. Ja, und das meiste Geld kommt ja hier aus dem Lager jetzt. Und da kommt jetzt schon das Händlergeld. Gut. 95 noch. 84. ...73 müssten das jetzt sein. Ja. Mann, hätte ich das gewusst, mit dem Geld hätte ich das schon von Anfang an, also während wir die Stadt aufgebaut haben, hätte ich es hier gesammelt. So, 44. Einundvierzig.
glaube aber nicht, dass das viel bringt. 25 noch. Hm? So, noch die drei und dann haben wir das ganze Geld. Das heißt, wir können wieder auf normale Geschwindigkeit schalten und zu gucken, wie ein riesiger Geldtransport na, du hast dann... Obwohl, Münzen sind ja nicht groß. Muss ich mal wirklich sagen können, dass du jetzt echt zu schleppen hast, Junge. Na, zum Glück haben wir das Territorium auch schon erobert. Da rennt er. Wobei das Territorium egal gewesen wäre. Aber sicher ist sicher. Wir haben eigentlich die ganze Map unter Kontrolle. So, da läuft er. Langsam die unschöne Straße hoch. Dem müssen nachher echt die Füße wehtun, wenn er da oben angekommen ist. Lob. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Universität von Chrysalien. Abkömmlinge Drakons, meine lieben Freunde. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass das Konzil von Chrysalien ein voller Erfolg war. Zunächst einmal hat unser kleines Konzert wahre Wunder gewirkt. Meine Glaubensbrüder waren von den engelsgleichen Stimmen eurer Geistlichen entzückt und haben mir meine Inkompetenz verziehen. Sehr schön. Ein Gedenk eures Eindrucks von Einsatzes für Chrysalis, der Einigkeit und eurer großzügigen Spende hat das Konzil schließlich eingewilligt, euer Begehr anzuhören. Ich habe meinen Brüdern von eurem Großrat berichtet und sie über eure Pläne zu einer Erhebung gegen die Doppelkönige in Kenntnis gesetzt. Euer reines Herz und euer starker Glaube macht sie geneigt, euch zu unterstützen. Aber es gibt ein Problem. Das vergessene Königreich, nach dem ihr sucht, ist eines von Tandrians bestgehütetesten Geheimnissen. Nur eine Handvoll Kirchenmitglieder kennt seine Lage und nur dem, der sich als würdig erweist, wird er sie offenbart. Ich fürchte, da ist nichts zu machen. Wollt ihr wissen, wo das vergessene Königreich zu finden ist, müsst ihr euch den Prüfungen Altmonheims stellen. Ja. Edler Spender. Ihr habt gewonnen. Ja, 1500 Gold nur. Schade. Die anderen Missionen haben mehr gegeben. Die haben 2000 gegeben. So, damit können wir zurück zum Menü. Und werden natürlich gleich wieder im Hauptmenü rausgelassen, soweit ich weiß. So, können wir mal kurz einen Blick auf die Achievements werfen. Na, sehr viele Achievements hier. Ja, das ist die ewige Stadt. Das war die Küste, so. Flieht von der Gefängnisinsel, befreit Hovim, besiegt den Handelsprinzen.
Ja. Erforscht einen Großteil der Technologie vor euren Feinden. Das haben wir gemacht. Stellt einen Chor für Dekan Aurelius zusammen und besänftigt das Konzil. Haben wir auch gemacht. Gewährt dem Konzil von Chrysalien eine großzügige Spende. Ja. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt der Kirche als würdig erweisen. Ich glaube, das ist das einzige Achievement für die nächste Mission. Gut, Chroniken von Tandrien. Willkommen in Antmonheim, Drakorian. Hier wird sich zeigen, ob ihr würdig seid, die Lage des vergessenen Königreichs zu erfahren. Der Doppelkönige-Handlanger haben sich zusammengerottet. Um eurer Erhebung Einhalt zu gebieten, gelingt es euch, sie in die Schranken zu weisen, offenbart sich euch im Weg ins vergessene Königreich. Dort könnt ihr sodann ein Reich des Friedens und der Freiheit gründen. Ja. Was wäre das hier? Besteht die Prüfung Altmonheits. Messt euch im Wettlauf um Siegpunkte mit Bischof Matthäus, Ramirez und Feldmarschall Ludovic. Ja. Ist das ein 1 gegen 3 oder ein jeder gegen jeden? Erringt 6 Siegpunkte, damit der Sieg euer ist. Schaltet auf der mittelgroßen Karte von 18 Sektoren einen neuen Erfolg ein. Das ist das, den ich gezeigt habe. Also, dann starten wir jetzt in die Prüfungen von Altmonheim. Hinein. Da werden wir ja gleich sehen, was uns erwartet, weil wir sehen ja nicht, wer gegen wen. Also wer in einem Team ist. Ob überhaupt jemand in irgendeinem Team ist. Weil es ist komisch, dass sich Matthäus mit den anderen beiden verbündet. Die Prüfung von Altmonheim. Willkommen in Altmonheim, Drakorian. Hier wird sich zeigen, ob ihr würdig seid, die Lage des vergessenen Königreichs zu erfahren. Der Doppelkönige-Handlanger haben sich zusammengerottet, um euren Erhebung Einhalt zu gebieten. Gelingt es euch, sie in die Schranken zu weisen, offenbart sie euch der Weg ins vergessene Königreich. Dort könnt ihr sodann ein Reich des Friedens und der Freiheit gründen. Und ja, die drei gehören da definitiv zusammen. Und wir haben... Oh, wir haben Ausgangsgebäude. Okay. Sägemühle, Förster, Holzfäller. Schafszucht, Getreidefarm. Okay, sehr optimiert. Sieht das nicht gerade aus? Dann gucken wir mal, wo wollen wir als erstes hin? Am besten dahin, wo es Gold und Kohle gibt. Also hierhin. Einer eurer Siegpunkte ist verloren. Okay, der Feind hat schon mal eine Metropole. Haben wir Steinbruch? Haben wir hier? Bevölkerungsbelohnung. Nehmen wir jetzt erst einmal das hier. Dann fangen wir gleich mal mit einer Kirche an. Dasselbe wird nämlich Matthäus wahrscheinlich tun. Das können wir beim besten Willen nicht zulassen.